Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich glaube, ich habe den Durchbruch. Ich glaube, ich bin. Ich glaube, ich. Ja. Also. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen mich gespoilert. Also nicht gespoilert, aber ich habe ein bisschen nachgelesen. Und zwar, wir sollen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen weiter gerade im Spiel, als wie ich erzähle. Wir sollen die Datendisk nehmen. Jetzt machen die Datendisk auch endlich einen Sinn. Und sollen damit zu Petra in das Forschungszentrum gehen. Und die gibt uns dann neue Baupläne. So einfach ist das einfach. Und dann können wir auch einfach wohl unsere die neuen Öfen bauen, damit wir Eisen verarbeiten können. Also Eisenerz und später wohl auch andere Dinge, weiß was ich, verarbeiten können. Also ein richtiger Spoiler war es nicht. Aber man muss ja mal ein bisschen vorankommen. Da wäre ich jetzt tatsächlich so auf die Schnelle wohl nicht drauf gekommen. Weil das Forschungszentrum habe ich doch jetzt hier nicht mehr im Blick gehabt. So. Hi. Hi. Forschung. Hi. Did you discover something new? That should be enough data disks. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. The more data, the faster we work. Wir bleiben mal dabei. Information on these disks are minimal. There should be useful info on them. We'll have something for you by tomorrow. Siehste. Weil. Ist das der richtige Ausgang? Nee, eben nicht. Habe ich mir nämlich fast gedacht. Was ist das? Was kann man da kaufen? Verbesserter Motor. Ein fortgeschrittenes Antriebsgerät mit einem hohen Drehmoment. Ach, Quatsch. Waffenständer, Trainingsgruppe. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Ich habe auch gedacht, dass der Ventilator, den ich gefunden habe, dass der so klein ist übrigens, ne? Nein, ist er nicht. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, dass ich hier herkommen muss. Und dann kriege ich nämlich nachher auch solche tollen Öfen wohl. Ja, ja. Also es ist jetzt wohl... Es ist jetzt wohl auch Zufall, was sie entdeckt, glaube ich. Meine ich, gelesen zu haben, so. Aber sie entdeckt jetzt was für uns. Und mal gucken, was sie für uns entdeckt. Aber jetzt werden wir die Datendisk endlich mal los und jetzt machen die Sinn. Und jetzt kommen wir auch mal voran hier. So. Geröstetes Fleisch, Bronzebarren. Und dann brauchen wir hier auch nicht die Kohle machen. Wobei, Kohle, habe ich gelesen, soll auch sinnvoll sein. Weil, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir machen jetzt einfach mal ein Ding mit Holzkohle fertig. So. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann machen wir das. Da. Banner der Gruselhöhle. Hey. Da kommt dann das rüber, das rüber, das rüber. Hier kommt das rüber. Und da machen wir dann wieder die Datendisk rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, was morgen dabei rauskommt, ne? Jo. Porsche.
Rüber zu den Krabbies. Das ist Harz. Ich glaube, noch brauchen wir Harz nicht unbedingt. Was willst du zu mir? Hello. Hi. Du wolltest doch was. Bye. Oder nicht? Ach nee. Das sah wirklich so aus, als wenn er was von mir wollte. Schick, schick, schick. Ich glaube, da können wir am besten hier rauf. Mal spätestens jetzt hätten wir die Truhe auf jeden Fall entdeckt. Cool. Ja, schön. Die Geisterhöhle. Dann haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das Kochset irgendwie zusammenkriegen. Und dann haben wir unsere Quest auch schon alle wieder erledigt. Dann sind wir schon wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Ich bin super stolz auf uns. Fisch können wir auch gleich nochmal angeln. Das ist auch nochmal eine Idee. Ist es schon 12? Oh, das ist schon 12. So. Ach nee, ich muss mit dem Bürgermeister reden, ne? Der Bürgermeister wollte ja die Quest haben. Und wollen wir wetten, der sitzt mal wieder nicht in seinem Büro. Wozu hat er sein Büro? Oh, okay. Er sitzt in seinem Büro. Wonderful! I'm sure this will be perfect for a date or dare. Wow, what? 8000 Golds? Okay. Na gut. Nimm mich mit. Ist gut. 13.423 Golds. Ja, gut. Nimm mich mit. Gut. Dann haben wir jetzt im Prinzip keine Mission mehr, ne? Außer halt den Fischbrei. Da ist aber irgendwie so ein bisschen das Problem. Ich brauche das Kochset. Das habe ich jetzt nicht gegoogelt. Hat sie einfach in ihre Adventure-Taschen gesteckt hier. Die Nora. Schön aus, so wenn man so hier am so steht und dann so ja, in die Ferne blickt. Der Frosch quakt, sein Rabbit. Ach ja, ist schon schön. Was machen wir als nächstes? Mission. Ne, Karte. Was ist das? Töff-Töff-Haltestelle. Noch eine Töfterfaltestelle? Ne, die haben wir doch schon fertig gemacht. Also im Endeffekt haben wir jetzt gerade eigentlich ziemlich alles fertig, ne? Okay. Das sind Angelplätze. Okay. Was kostet denn eine neue Angel? Mein Garnstahlbarren? Industrieller Ofen? Hallo, ich bin doch erstmal froh, wenn ich einen anderen, ja, den Dingsofen habe. Ja, den einfachen Ofen. Leute, übertreibt doch nicht gleich. Schleifsäge. Okay. Und wozu brauche ich das?
Besenpfanne. Ein Werkzeug zum Kochen. Eisenbarren. Das habe ich mir doch gedacht. Das brauche ich bestimmt nachher für das Kochset. 100 pro. Und ich wette auch mit euch, dass ich das Ding, die Eisenpfanne, wobei die Eisenpfanne für mich eher wie ein Topf aussieht, das brauche ich garantiert nachher. Große Eisenarme. Ich muss nachher hier das Ding vergrößern, die Montagestation, um nachher Eisenpfanne und sowas. Die Eisenpfanne, die ein die keine Eisenpfanne ist, sondern ein Topf, um die dann montieren zu können. Irgendwie sowas in die Richtung wird es nachher bestimmt sein. So, die Hartholzdiele können wir nochmal schnell hier dort irgendwo in die Kisten packen. Aber nicht zu den Samen, sondern zu der Holz- und Steinkiste. So. So. Handelsgilde. Das war jetzt eigentlich schon Platz 2. Oh ja, tatsächlich. Oh, aber da, oh Gott, da ein Punkt, ne? Wir müssen irgendwas tun, damit wir Platz 2 halten. Ja, super. Das kann ich tatsächlich gerade nicht machen. Das kann ich nicht machen. Was ist das? Wandlich. Bronzebarren, das ist nicht so schwer. Eisenbarren, ja, das ist schwer, das kann ich jetzt nicht machen. Aber die Bronzebarren, das krieg ich hin. Das kriege ich, glaube ich, heute sogar noch hin. Wir müssen ja unseren zweiten Platz halten. Das ging so ganz nebenbei, ne, dass wir da plötzlich den zweiten Platz erreicht haben. Bronzebarren, ne? Ja, guck an. Die haben wir sogar in der Portokasse. So. Mission, Handelsauftrag. Alu. Ja, Alu, wo treibst du dich rum? Ich hoffe... Wieso sitzt er da so einsam und verlassen? Ich hoffe, Arlo dreht sich da rum, wo ich ihn vermute. Ich gucke hier mal noch ein bisschen nach den Kisten. Er dreht sich nicht darum, wo ich ihn vermute, aber das ist auch in Ordnung, dass ich ihn hier finde. Danke, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann zögere nicht, die Zivil-Truppe um Hilfe zu bitten. Keine Ahnung, warum das jetzt keine Sprachausgabe gab. So, halten wir jetzt unseren zweiten Platz? Heute dürfen wir dann jetzt nämlich auch kein... Das sieht doch schon viel besser aus. Heute dürfen wir dann nämlich auch keinen Auftrag mehr annehmen. Das ist das Problem. Ja, zum Glück machen wir sowas immer so ein bisschen im Vorrat. Dann kann das jetzt hier alles wieder in die Kisten rein. Das. Holzkohle machen wir hier mit rein. Ja. Eigentlich können wir jetzt nochmal so ein bisschen was angeln. Mit den Wurmis.
mit den paar, die ich gesammelt habe. Hier ist noch ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Wurmis dazu. Oder ein paar Raupis. Ich weiß, das sind Raupen. Aber damit angelt man nicht eher mit Würmern? Also ich bin tatsächlich, was Angeln angeht, total raus. Muss ich ehrlich zugeben. So, dann... haben wir das erledigt? Wie Angst. Ah, oh, nein. Oh, scheiße. Nein, und ich habe einen Wurm verloren. Oh, scheiße. Ach, shit. Aber genau den Seeteufel wollte ich eigentlich nicht. Den Seeteufel kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Ups. So. Ja, den Seeteufel kann ich nicht gebrauchen. Genau den kann ich gebrauchen. Den kann man nämlich auch zu Essen verarbeiten, den Katzenjauf. Ja, noch nicht zum Seeteufel. Ich habe keine Köder mehr, ne? Jo, habe ich nicht mehr. Ja. So, ich wollte gerade sagen, was machen die denn da? Stapeln die sich schon? Nein. Oh, zwei Raupen. Oh, ich bin auf dem falschen Weg. Da wohne ich. Schön, wenn man nicht mehr nach Hause findet. Sache ist, die Pflanzen wachsen, glaube ich, morgen nach, ne? Also macht das ja eigentlich Sinn, das heute noch zu pflücken. Dann. So. Ja. Die Gruselhöhle ist jetzt geöffnet. Auch nicht schlecht. Hat doch auch mal was. Ja, guck an. Die sind tatsächlich nachgewachsen hier, die Pflanzen. Und hoffentlich auch mit Raupen. Ja, auch mit Raupen. So viele Raupen hatte ich ja schon lange nicht mehr. Da jemand so doof war und sie verkauft hat. Ja. Aber irgendwas ist ja immer. So. Also. Vielleicht sollten wir mal eine andere Angelstelle nehmen.
Obwohl, wohl. Warte mal. Heute ist doch eine große Enthüllung. Heute wird doch enthüllt, was dann aus den Datendiensten rausgekommen ist. Aber, warte, ich sammle hier nochmal ein, zwei Pflanzen. Aber wir kriegen keine Raubis mehr. Wir haben Post gekriegt. Aber da gucken wir nächste Folge nach. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und dann gucken wir mal nach, was Petra uns geschickt hat und was wir ja, was wir da aus unseren Datendisk rausgezogen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.